Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Lesung von dem fantastischen Buch von Karl Theodor Griesinger von 1866 über die Jesuiten und ihre Wirksamkeit im Offenen und im Verborgenen von der Gründung des Ordens bis heute, 1866, aber heute schreiben wir hier Freitag, den 11. Mai 2018. Es ist inzwischen 20 nach 8, es ist noch nicht dunkel, also der Sabbat ist noch nicht begonnen, aber wir machen jetzt diese Lesung in den Sabbat hinein. Die 25. Lesung, wenn ich mich jetzt nicht irre, lass mich mal eben nachschauen auf meinen Spickzettel. Nein, die 26. Lesung wird das heute. Und ich habe meinen Bruder in Christus, Michael, wieder mit am Mikrofon über Skype mit mir verbunden in Deutschland. In der Nähe von Venlo, dachte ich da, holländische Grenze, wohnt er irgendwo. Und hat sich dazu entschlossen und die Zeit genommen, um mich heute bei der Lesung zu begleiten. Hallo Michael, wie geht's dir? Und herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Abonnenten und bald Abonnenten des Kanals Joggler66. Mir geht's ganz gut. Wir sind jetzt hier in der Vorbereitung für den Sabbat, alles fährt runter und wir legen heute mal mit den nächsten deutschen Geschehnissen los von dem Herrn Griesinger. Ich habe mir überlegt, ich müsste mir auch mal so eine nette Einleitung wie du überlegen, aber Tach, so ist ein bisschen platt und ja, ich sage einfach mal Hallo, liebe Leute. No, das gilt doch auch, ne? Also muss ja nicht der eine sagen, das was der andere auch sagt, ne? Nee, aber moin, 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 moin kannst du einfach nicht toppen. Ne? Nee, das stimmt. Moin, moin kann man nicht toppen. Ja, das ist nun mal wirklich ja rein hamburgisch. Ah ja, in Hamburg sagt man auch Tag. Aber in Hamburg sagt man vor allen Dingen Tschüss. Wenn man die Heidi Kabel kennt aus dem Ohnsorg-Theater, jeder das Lied von gesungen hat, in Hamburg sagt man Tschüss. Und das ist so ein typisches Hamburger Wort. Moin, moin, sagt man ja im Grunde im ganzen Norden. Und habe ich damals auch viel gesagt. Aber ja. Da in Ostfriesland, wo ich mal kurzer Zeit beheimatet war vor ein paar Jahren mit einer Dame, da hat man eigentlich immer Moin gesagt. Also Moin, Moin, das, ich glaube, da muss man sich schon gut mögen oder kennen. Ja, ja also, gut, aber Ostfriesland gehört ja auch nicht zu den Gegenden, die ich meine. Ostfriesland liegt ja südlich von Hamburg. Also ich war bei der Marine und ich habe gedient auf Sylt, auf der schönen Insel, die gegenüber von Dänemark ja schon liegt, da ganz oben. Ich war in Flensburg, ich war in Plön und das waren so die nordischen Stationen, in denen ich war und Nibi, so ein kleines Kaff, weshalb ich da gesagt habe, da muss ich weggehen, sonst verkomme ich hier. Und da überall, da sagt man also schon Moin Moin, das ist halt Nordfriesland, ne? Hamburg und Schleswig-Holstein, ne? Das ist ja nicht Ostfriesland. Ostfriesland, das ist ja so... wie heißt der da wieder, da von Modern Talking, da Dieter Bohlen-Gegend, ne? Der kommt ja aus Ostfriesland. Ne? Ja gut, aber da kommen auch vernünftige Leute her. Ja, habe ich auch gehört, ja. Gut, also es geht ja auch nicht darum, dass man die Leute an der Region messen kann, weil wir sind ja nicht dafür verantwortlich, wo wir geboren werden, weißt du, deswegen ist es ja auch so lächerlich, dass viele Leute so stolz auf ihr Land sind oder so stolz auf die Stadt, wo sie herkommen. Was habt ihr denn damit zu tun, wo ihr geboren wurdet, in welcher Stadt oder in welchem Land? Nichts! Ja. Das ist purer, ich sage jetzt mal auf erste Sicht, Zufall und erst später begreift man, dass Gott einen da gesetzt hat, wo er jetzt will. Das ist nämlich alles vorbestimmt von ihm und hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Ja, also ich finde es zwar schön, dass ich in Hamburg geboren wurde, das ist eine schöne Stadt, aber heute mache ich mir aus Hamburg genauso viel wie aus dem Pferdedreck, der hier hinten auf einer Wiese liegt. Das macht mir alles gar nichts mehr aus, weil das alles Teil des Antichristensystems ist und da will ich raus. Ich habe nur einen wahren König, dem ich gehöre, und das ist Jesus Christus. Und ich möchte endlich auch mit meinem ganzen Leib und meiner ganzen Seele in seinem Königreich sein. Ja? Und das interessiert mich viel mehr als alles Irdische hier. Und ganz sicher jetzt in den nächsten Wochen, wenn das wieder losgeht mit Fußball-Weltmeisterschaft und sowas, da kriege ich jetzt schon einen Horror, wenn ich daran denke. Ja, die ganzen Fake-Patrioten, die dann da wieder, wir Deutschen dies und wir Italiener das und wir Spanier sowieso. Und ja, das ist halt einfach dann so Schubladen auf. Und ja. Aber wenn meine Eltern damals an meinem Geburtstag etwas anders vorgehabt hätten, wäre ich heutzutage Holländer. Ändert was ein bisschen mulig, weil dann könnt ihr mir nicht so gut verstehen. Ja, je, je, ma, man nicht die Leisteres.
Naja. Und ich muss das, Sache, wenn Gott das gewollt hätte, dann wärst du da geboren worden. So hat er es nicht gewollt. Ja, und trotzdem esse ich gerne Käse. So, da hast du nichts gegen zu sagen. Außer für mich, aber ich bin Veganer, ich esse keinen Käse. Also kein Kuhkäse mehr Käse. Ich bin seit, ich bin kurz nach Entdeckung deines Kanales zum Vegetarier geworden. Naja. Einfach so aus freien Stücken und muss allerdings zugeben, wenn ich jetzt wieder über Norddeutschland, das ist jetzt mein abschließender Satz für die Einleitung, wenn ich wieder über Norddeutschland nachdenke, wenn mir meine Wehmut überkommt, wo ich ja später irgendwann mal gerne wieder hinziehen würde, ich habe einfach eine völlige Schwäche mit Menschen mit diesem Akzent. Ja, also ich weiß ich auch nicht, also dieses Norddeutsche liegt mir viel mehr als dieses Süddeutsche. Naja, mir liegen tut's mir auch. Ich würde deswegen auch nicht nach Bayern ziehen, aber ich will nur sagen, Hamburg hat für mich nicht mehr den moralischen Stellenwert, den es für mich hatte vor 10 oder 20 Jahren. Ja? Ja. Das war nur der Punkt, den ich machen wollte. Okay. Aber gut, lass uns mal anfangen mit der Buchlesung. Du hast dich ja gut vorbereitet und hast meine Lesung von gestern dir angehört und hast mitgelesen. Da sind wir geendet eigentlich, um anzufangen auf dem zweiten Absatz auf Seite 266 im PDF-Zähler, 248 im Buch. Ich fange aber nochmal oben auf dieser Seite an mit dem ersten vollständigen Satz, dass wir wieder ein bisschen damit reinkommen und dass wir uns jetzt ein bisschen aufwärmen können und dass wir dann weiter in das Thema einsteigen, wie, das ist ja auch der Titel, den ich, glaube ich, dem letzten Video gegeben habe, wie der Katholizismus Deutschland von den Protestanten wiedererobert. Wie nahmen nun aber die Bürger von Stadt und Land diese furchtbar grausame Verfügung auf? Ei, nun, ein Teil fügte sich und wurde entweder katholisch oder wanderte in die benachbarten Länder aus, wie zum Beispiel Holland. Ein anderer Teil verlor die bisher beobachtete streng gesetzte Haltung und stürmte in seiner Wut gegen das jesuitische Kollegium an, drohend dessen Insassen insgesamt dem Tode zu überliefern. Das war aber ein arger Fehler. Denn nunmehr schrien die Jesuiten Rebellion und überzeugten den Bischof, dass er in seinem vollsten Rechte sei, wenn er mit diesen Aufwieglern kurzes Federlesen machte. Es kam also zum Kampfe, und in diesem unterlagen die in den Waffen ungeübten Bürger, die noch zudem niemanden hatten, der imstande gewesen wäre, das Steuerruder im Sturm zu lenken. Kurz, die Rebellion wurde unterdrückt und das Ende vom Liede war, dass im Jahre 1604 die sämtlichen Paderborner ihrem Landesherrn unter Abschwörung des Protestantismus von Neuem huldigten. Ja, die Deutschen hatten damals keinen Oliver Cromwell, den hätten sie in Paderborn gebraucht. Auf diese Art, nun fährt der Autor fort, erlangten die Söhne Loyolas im Paderbornschen ihren Zweck. Und ganz auf ähnliche Weise setzten sie auch in den übrigen von mir genannten geistlichen Fürstentümern die Konvertierung der Protestanten durch. Ja, konvertiere oder stirb. Allein von allzu großer Bedeutung waren diese Resultate doch nicht, weil die genannten Territorien einen verhältnismäßig nur sehr kleinen Teil Deutschlands ausmachten. Und somit darf es uns nicht wundern, wenn die frommen Patres Tag und Nacht darüber brüteten, ob es ihnen nicht möglich wäre, einmal eine ganze Provinz, ein Herzogtum oder gar ein Königreich, zum Beispiel das Königreich Hannover, mit Hilfe eines weltlichen Regenten vom evangelischen Glauben zu säubern. Insbesondere richteten sie in dieser Beziehung ihr Augenmerk auf das sogenannte Innerösterreich, weil dieses von einem Manne ihres Herzens regiert wurde. Und siehe da, ihr Vorhaben glückte ihnen auch hier. König Ferdinand I. hatte nämlich in seinem Testamente die österreichischen Erbstaaten so unter seine drei Söhne geteilt, dass der älteste, Maximilian, der zugleich sein Nachfolger im Reiche wurde, das Erzherzogtum Österreich nebst Böhmen und Ungarn, der zweitgeborene Ferdinand Tirol nebst Vorderösterreich und der drittgeborene Karl aber Innerösterreich, das ist Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Istrien und Triest erhielt. Und eben auf diesen Großherzog Karl, den Stifter der steirischen Linie Habsburg, hielten die Loyoliten besonders hohe Stücke. Auch wussten sie wohl, warum. Denn derselbe hatte sich 1571 mit Marien, der Tochter des Bayernherzogs Albrecht V., vermählt und diese Marie, eine mehr als überfromme Katholin,
verehrte die Jesuiten mit innigster Hingebung ihres Herzens. Darum, wie sie sich überzeugte, dass der größere Teil der Innerösterreicher sich zu der evangelischen Lehre bekannte, lag sie ihrem Gemahl beständig mit der Vorstellung in den Ohren, dass es kein anderes Mittel gäbe, dem völligen Untergange des echten Glaubens in ihrem Lande vorzubeugen, als wenn er die frommen, schwarzen Väter berufe, und bald glaubte der Herr Gemahl, was sie ihm vorsagte. Somit wandte er sich an den Ordensgeneral zu Rom, und dieser sandte ihm anno 1573 5 Mitglieder der Gesellschaft, zugleich versprechend, noch mehrere nachsenden zu wollen, wenn ein Bedürfnis vorhanden sei. Die 5 aber richteten sich sofort in Graz, der Hauptstadt des Landes, häuslich ein und erhielten von ihrem hohen Gönner so viele Gebäulichkeiten nebst Geld und Gut, dass sie es schon in wenigen Jahren zu einem Kollegium, einem Priesterseminar und einem adeligen Konvikte brachten. Trotzdem jedoch gelang es ihnen keineswegs, großartige Erfolge im Bekehren zu erzielen, sondern es schien eher, als ob sich seit ihrer Anwesenheit der Protestantismus noch mehr ausdehnte denn zuvor. Und die Chroniken melden einstimmig, dass ums Jahr 1580 nicht bloß die Bürgerschaften der meisten Orte, Märkte und Städte, sondern auch fast die sämtlichen Stände, sowie bei weitem die meisten Staatsdiener, sowohl in Zivil als Militär, zum evangelischen Glauben gehört hätten. Dies grämte natürlich die Söhne Loyolas gar gewaltig, und der Beichtvater des Erzherzogs, der fromme Pater Johannes, sagte daher seinem Beichtkinde stets vor, dass mit weit strengeren Maßregeln gegen die Protestanten ergriffen werden müssten. Dasselbe tat in ihren Gardinenpredigten die Gemahlin Marie und deren Bruder, der fanatische Herzog Wilhelm V. von Bayern, reiste einmal in anno 1581 eigens deswegen nach Graz, um seinen Schwager persönlich zu bearbeiten. Letzterer nahm nun auch wirklich einen Anlauf und erließ einige Verfügungen, welche die freie Religionsübung der Evangelischen beschränken sollten. Allein, da er stets in Geldverlegenheiten war, von denen ihn nur seine Stände befreien konnten, und da diese Stände keine ernstliche katholische Übergriffe duldeten, so reduzierte sich all sein Vorgehen gegen den Protestantismus auf nicht viel mehr als null. Dagegen suchte er seine Freunde, die Jesuiten, für diese seine Untätigkeit durch große Gnadengeschenke zu entschädigen, und das Bedeutendste derselben war, dass er ihr Kollegium zu Graz im Jahre 1585 zu einer Universität mit allen Freiheiten und allen Rechten einer solchen erhob. So blieben also die Wünsche der Söhne Loyolas in Beziehung auf die religiösen Verhältnisse Innerösterreichs unerfüllt, solange Erzherzog Karl lebte. Allein ganz anders gestaltete sich die Sache, als ihm im Sommer 1590 sein Erstgeborener, der Erzherzog Ferdinand, der nachherige Kaiser Ferdinand II., auf dem Throne nachfolgte. Dieser, anno 1578 zu Graz geborene Prinz nämlich, wurde schon in sehr zartem Alter den Jesuiten zur Erziehung übergeben, wie dann auch sein Name in die Matrikel der neu gestifteten Universität Graz eingetragen ist. Doch war er erstmals, das Datum der Matrikel lautet vom 25. November 1586, noch zu jung, um als wirklicher Studiosus gelten zu können. Wie aber der Junge in das Alter von 12 Jahren trat, sandte ihn sein Vater auf das Andrängen seines Schwagers Wilhelms V. von Bayern, des großen Jesuitenfreunds, nach der Hohen Schule von Ingolstadt, dem Hauptlager der Söhne Loyolas in Deutschland, und hier wurde er nun in Gemeinschaft mit Wilhelms V. erstgeborenen Sohn Maximilian, welcher ihn doch im Alter um 5 Jahre überragte, unter der immerwährenden speziellen Aufsicht Herzogs Wilhelm 6 volle Jahre lang in den Grundsätzen jesuitischer Staatsweisheit so vortrefflich unterrichtet, dass man ihn in seinem 18. Jahre als ein Muster des echt katholischen Herrschers hinstellen konnte. Alles Glück und aller Segen einer jeweiligen guten Regierung, so lehrten die Jesuiten,
sei an die Herstellung der Einheit des katholischen Glaubens geknüpft. Denn Religionszwiste hätten von jeher nichts als Unordnung in einen Staat gebracht und die Bürger gegeneinander aufgehetzt. Eben deswegen habe ein Regent, welchen die Vorsehung zur Zeit der Zerrüttung seiner Länder durch Glaubensstreitigkeiten auf den Thron berufe, es als seine erste Pflicht anzusehen, den Ketzern durchaus keine Nachsicht, keine Duldung oder Schonung zu gewähren, und es dürfe kein Mittel zu streng, kein Opfer zu teuer erscheinen, um die durch die Religionstrennung erschütterte Grundlage der Gesellschaft wieder zu befestigen. Hier tauchen wir eben in eine Fußnote am Ende der Seite ein, in der wir lesen, man vergleiche Eugenheims Geschichte der Jesuiten in Deutschland. Vielleicht auch mal interessant, sich so ein Buch zu besorgen. Von Eugenheim, Geschichte der Jesuiten in Deutschland. Können wir ja später mal schauen. Oder vielleicht Michael in der Zwischenzeit, wenn er Zeit hat, kann es mal googeln, ob sich das Buch vielleicht auch irgendwo findet. Dürfte auch ganz interessant sein, ein Geschichtsbuch über die Jesuiten nur in Deutschland lesen zu können. Okay. Man sieht, es waren dieselben Grundsätze, in denen auch Philipp II. Von Spanien aufwuchs. Und die Historiker haben daher ganz recht, wenn sie berichten, Ferdinand sowohl als sein lieber Vetter und Freund Maximilian seien nichts anderes gewesen als getreue Kopien des spanischen Vorbilds. Derselbe glühende, alles natürliche Gefühl von Recht und Sittlichkeit erwürgende Hass gegen die neuen religiösen Überzeugungen. Dieselbe Verlängerung aller Treue und alles Glaubens und dasselbe frevelhafte Spiel mit der Heiligkeit des Eides und den feierlichsten Verträgen. Dieselbe Fühllosigkeit gegen das unsägliche Elend der im Todeskampfe sich krümmenden Völker. Dieselbe geistige Energie, verbunden mit einer fast stupiden Hartnäckigkeit in Verfolgung einmal gefasster Vorsätze und endlich derselbe maßlose Übermut im Glück, welcher den Zorn des Himmels beinahe herausforderte. Kurz, ganz dieselben vergifteten Grundsätze und Eigenschaften, welche im spanischen Philipp wucherten, beseelten auch die Brust Ferdinands und Maximilians, und die beiden Jünglinge verließen anno 1596 Ingolstadts hohe Schule mit dem festen Entschlusse, der glorreichen Aufgabe der Ketzervertilgung ihr ganzes Leben zu widmen. Nur bevor wir hier in die zweite Fußnote eintauchen, möchte ich nur mal kurz eben noch einen kleinen Kommentar abgeben zum Anfang dieses sehr langen Satzes, den wir gerade eben gelesen hatten. Es steht hier, derselbe glühende, alles natürliche Gefühl von Recht und Sittlichkeit erwürgende Hass gegen die, wo ist denn das hier? Ja. Gegen die neue religiösen Überzeugungen. Ja? Welche neuen religiösen Überzeugungen? Nein. Der Protestantismus waren keine neuen religiösen Überzeugungen. Der Protestantismus war eine Zurückkehr zu wirklich apostolischer biblischer Lehre. Das war nicht neu. Aber es war in der Zeit des Antichristen, der Antichristenregierung, die ja im 6. Jahrhundert begann und sich hier immer noch fortgesetzt hat, war es unterdrückt. Die Menschen kannten die Bibel nicht. Und von daher ist natürlich für die Katholiken, die die Bibel nie gelehrt haben, eine neue Lehre, wenn sie auf einmal die Bibel gelehrt bekommen. Die kriegen gelehrt, in der Bibel steht dies und das drin, aber das ist ja überhaupt nicht wahr. Die Priester von der Kanzel, die erzählen den Leuten ja einen vom Storch. Die erzählen denen ja, was sie wollen, weil die Bibel hatte niemand. Die meisten Priester hatten selbst nie eine Bibel. Aber wie wir gelernt hatten, hatten ja die Jesuiten ganz schnell dafür gesorgt, dass sie einen Katechismus hatten und diesen Katechismus verbreitet hatten. Und die Menschen hatten diesen Katechismus. Und davor hatten sie gar nichts. Überhaupt nichts. Die Leute wussten nicht, was in der Bibel steht, weil die Bibel war ihnen total unbekannt. Und die Reformation hat dafür gesorgt, dass die Bibel jedem Menschen in seiner eigenen Muttersprache auf einmal zugänglich war. Und die Menschen hatten die Möglichkeit, endlich das Wort Gottes in Händen zu halten und selbst zu lesen, ob das, was die Priester ihnen von der Kanzel erzählten, wahr war oder nicht. Und daraufhin gründete sich dann der Protestantismus, das aber keine neue Religionsansicht war,
wie hier steht, keine neuen religiösen Überzeugungen waren, sondern eine Rückkehr zu der alten, zu der ursprünglichen Überzeugung, zu der Lehre, die Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes unter anderem gelehrt hatten. Ja? Die Apostel Jesu Christi. Das war für natürlich die Menschen, die Katholizismus gewohnt waren, eine neue religiöse Überzeugung. Aber das ist eigentlich nur die wahre religiöse Überzeugung. Weil das, was sie gelehrt bekommen haben, den Katholizismus, das ist die verfälschte religiöse Überzeugung. Das ist das mit dem Christentum getaufte heidnische römische Reich und deren religiösen Überzeugung. Und das ist ja auch alt. Das kommt ja bereits aus Babylon. Aber hier zu schreiben gegen die neuen religiösen Überzeugungen, das ist jetzt kein Vorwurf an den Autor, der macht's richtig, er schreibt's richtig. Aber man muss, wenn man das Buch dann liest, dann muss man diese Dinge erkennen, dann muss man sagen von Hello, Protestantismus ist keine neue religiöse Überzeugung. Eine neue religiöse Überzeugung ist sowas wie Islam zum Beispiel, der ja erst im 6. Jahrhundert oder im 7. Jahrhundert entstanden ist. Oder sowas wie Scientology. Das ist eine neue religiöse Überzeugung. Aber Protestantismus ist die Zurückkehr zur apostolischen biblischen Lehre. Das wollte ich nur mal eben festgehalten wissen. Hast du vielleicht mal eine Bemerkung dazu, Michael, oder eine Frage oder so? Dann kannst du natürlich immer gerne was wissen lassen, ne? Nee, ich höre ganz gespannt zu, habe aber allerdings jetzt hier noch keine Quelle für den Herrn Guggenheim Geschichte der Jesuiten in Deutschland gefunden. Das wird wohl etwas schwieriger werden. Ja, vielleicht, ja. Gut, in der Fußnote lesen wir dann hier in einem noch vorhandenen Briefe, das ist in Hormars Archiv für Geographie und Geschichte, Jahrgang 1812, auf Seite 540 vom 25. Januar 1594, schreibt der Rektor der Universität zu Ingolstadt an den Rektor des Kollegiums zu Graz, Zitat, der Erzherzog Ferdinandus, also wieder mal romanisierte Namen hier, Ferdinand Ferdinandus, der Erzherzog Ferdinandus hat allhie schon das vierte Jahr im Studieren zugebracht, und zwar mit kleinem Nutz. Es verdirbt nichts, was in diesem so fruchtbaren Alter gepflanzt wird, denn gewiss das Gemüt des guten Fürsten ist also geschaffen, dass kein besseres gewünscht mag werden. Ende Zitat. Naja, Rektoren sprechen immer ein bisschen angeschwelltes Deutsch, und das ist dann noch angeschwelltes Deutsch aus dem 16. Jahrhundert. Nicht gerade besonders leicht zu lesen und zu verstehen. Aber ich denke, wir haben die Botschaft begriffen. Im Jahre 1596 übernahm Ferdinand die Regierung seiner Länder, die seit dem Tod seines Vaters vormundschaftlich verwaltet worden waren, und alsbald meldete er seinen Vetter, dem Kaiser Rudolf II., dass er die bisherige Religionsfreiheit in seinen Territorien fernerhin nicht mehr dulden werde. Aha. Also, wir kommen hier zu dem, was wir später in Frankreich im 17. Jahrhundert auch noch kennenlernen werden, den Widerruf des Edikts von Nantes. Sowas kriegen wir jetzt hier durch den neuen Herrscher Ferdinand am Ende des 16. Jahrhunderts in Bayern. Weil aber der Kaiser in seiner Rückantwort, mal sehen, dass das hier passt, ja, in seiner Rückantwort an die große Übermacht der Protestanten erinnerte und ihm zugleich zu verstehen gab, dass gar leicht ein herber Verlust an Land und Leuten daraus entspringen möchte, so wurde doch in den ersten zwei Jahren von großartigeren Gewaltmaßregeln noch Abstand genommen. Dagegen benützte man diese Zeit, um die Protestanten durch geringere Bedrückungen zu sondieren, ob sie wohl Mut genug hätten, der Gewalt entgegenzusetzen. Und siehe da, die frommen Paters, welchen natürlich das Geschäft des Pulsfühlens übertragen wurde, fanden aus, dass die evangelischen Innerösterreicher einen allzu großen Respekt vor der Legitimität ihres Fürsten, oder besser gesagt, eine allzu eingefleischte Untertanentreue besäßen, als dass sie je zu revoltieren wagen würden. Auf diesen Bericht hin beschloss Ferdinand, sein großes Vorhaben nicht länger mehr hinauszuschieben. Doch reiste er noch vorher, anno 1598, nach Rom,
um sich den Segen des Heiligen Vaters zum Gedeihen des Werks zu erbitten. Und über dem pilgerte er nach Loreto, wo selbst er vor dem Bilde der Mutter Gottes, seiner Generalissima, das Gelübde, alle seine Lande gründlich vom Ketzertum zu säubern, feierlich erneuerte. Ja, Loreto, wollen wir eben sehen, ob ich das hier in dem anderen PDF finden kann. Manchmal ist das ja so, dass man solche Sachen suchen kann und dann findet. Aber hier steht das nämlich drin. Ich habe das noch von heute Nachmittag vor meiner Lesung auf. Wollen wir eben sehen. Loreto. Das ist nämlich in diesem Buch beschrieben. Und jetzt wollen wir eben sehen, ob man in diesem Buch auch suchen kann. Teilweise, ja, das ist nicht dafür gemacht, dass man das suchen kann, das PDF hier. Das ist schade. Also ich habe hier noch das PDF von Babylon Mysterion Religion auf. Und in dem wird erzählt von Loreto. Da geht es um dieses Haus von Loreto, das angeblich, hier ist es, hier seht ihr das, ihr macht das mir eben ein bisschen größer, ganzseitig, das Innere des Heiligen Hauses von Loreto. Also, ich erzähle euch jetzt gar nichts mehr, ich lese es mal eben hier vor. In der katholischen Enzyklopädie steht geschrieben, seit dem 15. Jahrhundert und wohl schon früher zählte das Heilige Haus von Loreto zu den berühmtesten heiligen Städten in Italien. Das Innere war sehr klein, 9,40 Meter mal 4 Meter. An einem Ende steht ein Altar unter einer Statue der jungfräulichen Mutter mit ihrem göttlichen Kind, ganz schwarz vom Alter. In der ganzen Welt verehrungswürdig aufgrund der göttlichen Geheimnisse, die darin vollendet sind. Hier geschah es, dass Maria, die heiligste aller Heiligen, die Mutter Gottes geboren wurde. Hier wurde sie von dem Engel gegrüßt. Hier wurde das ewige Wort Fleisch. Im Jahr der Errettung 1291 im Pontifikat des Antichristen Nikolaus IV. Brachten Engel dieses Haus von Palästina in die Stadt Tersato in Illyrien, Jugoslawien. 3 Jahre später, am Anfang des Pontifikats von dem berühmten inzwischen Antichristen Papst Bonifatius VIII., ihr erinnert euch, Unam Sanctam, wurde es wiederum durch den Dienst von Engeln emporgehoben und in einen Wald gesetzt. Nachdem es seinen Platz nun 3-mal innerhalb eines Jahres gewechselt hatte, hat es nun schließlich durch den Willen Gottes seinen dauerhaften Platz an dieser Stelle gefunden. Dass diese so freimütig verkündete Tradition von der göttlichen Vorsehung sanktioniert wurde, kann keinen Augenblick in Zweifel gezogen werden. Mehr als 47 Päpste haben auf verschiedene Art und Weisen der heiligen Stätte Ehre erwiesen und eine enorme Anzahl von Bullen und Briefen erklären ohne Einschränkung, dass die Santa Casa von Loreto, also das Heilige Haus von Loreto, mit dem Heiligen Haus von Nazareth identisch ist. So, das war wohl für einige von euch das erste Mal, dass sie davon gehört haben. Ich habe halt früher in Englisch bereits das Buch Babylon Mystery Religion von Ralph Woodrow gelesen und wie ihr hier im PDF seht, habe ich es jetzt auch in Deutsch und werde das auch in Deutsch irgendwann lesen. Das ist eine, ich möchte mal sagen, eine kürzere Version des Buches oder des Inhaltes, das Alexander Hislop 1853 schrieb mit seinem The Two Babylons oder Von Babylon nach Rom, was ich ja auch auf meinem Kanal gelesen habe. Aber Ralph Woodrow hat sein Buch veröffentlicht 1966 und da sind dieselben Dinge drin, aber alles ein bisschen kompakter und zugänglicher erklärt. Und ich musste jetzt einfach darauf eingehen, weil wenn ich hier in unserem Buch von Griesinger lese, dass wir hier haben, dass er nebst dem Bilde der Mutter Gottes seiner Generalissima das Gelübde ablegte und das in Loreto tat, da musste ich euch ja natürlich erklären, wo das Loreto eben auch herkommt. Und zufälligerweise, haha, gibt keine Zufälle, hatte ich noch von heute Nachmittag, wo ich den letzten Teil der schmalkaldischen Artikel gelesen hatte, das Buch auf, weil ich hatte in den schmalkaldischen Artikeln das, weil das hier über die Messe ging und die Transsubstantiation, da habe ich die Geschichte vorgelesen von dem englischen Gedicht ins Deutsche, übersetzt ist es halt nur eine Kurzgeschichte, von der Transsubstantiation, eine ganz tolle Geschichte, aber wenn ihr das lesen wollt, das passt jetzt nicht in das Buch von Griesinger hier, aber dann solltet ihr vielleicht die kleine Serie anschauen der schmalkaldischen Artikel, die auf meinem ersten Kanal veröffentlicht werden. Aber jedenfalls, wenn wir hier von dem Ferdinand lesen, dass er nach Rom ging, um sich den Segen des
Heiligen Vaters sozusagen zu erbitten. Und er pilgerte nach Loreto. Ja, da musste ich euch natürlich sagen, was das Haus von Loreto überhaupt ist, dass ihr eine Vorstellung davon habt. Also, das ist angeblich das Haus, in dem Maria, die Jesus Christus geboren hatte, selbst geboren wurde. Und das wurde also von Engeln aus Palästina nach Jugoslawien und dann rüber nach Italien verpflanzt. Also, selig wird, wer es glaubt, und wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel, sagt man so schön, ne? Aber da passt der Name Loreto doch unheimlich gut zu. Ich habe mir eben eine Eselsbrücke gebaut, ich habe an Loretta gedacht. Loretta ist so eine fiktive Person aus Monty Python, das Leben des Brian. Also da kann ich mit Loreto mich jetzt wunderbar, kann ich da eine Eselsbrücke bauen. Aber ja, das kannst du, ja. Weswegen ich jetzt gerade hier einsteige, ist ein anderer Punkt. Als ich eben mit dir zusammen gelesen habe, hier Generalissima, habe ich gedacht, das ist ja ein tolles Pärchen, Great Couple. Wenn ich auf der einen Seite den schwarzen General der Jesuiten habe, also den schwarzen Papst als General der Jesuiten habe, und dann die Generalissima. General und Generalissima, ja. Ja, genau. Genau. Ja, das ist eine tolle Eselsbrücke doch auch, ne? Mhm. Mhm. Der Papst Esel zu Rom und seine Eselin, ne? Ich möchte wie jetzt Martin. Hier keine Tiernamen benutzen. Nein, aber wie Martin Luther hat ja in seinem Buch das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, ja. Den Papst immer den Esel genannt, den Papst Esel zu Rom. Mhm. Von daher fällt mir das okay. Jetzt gerade ein. Gut, aber fahren wir weiter. Aber ich hoffe, dass der kleine Ausflug nach der Geschichte von Loreto für euch interessant war, um eben mal zu folgen. Und schön, wie der Heilige Geist dafür sorgt, dass man die richtigen Bücher zur richtigen Zeit hier aufgeschlagen hat. Weil sonst hätte ich keinen Bock gehabt, das jetzt rauszusuchen. Und habe die Seite ja ziemlich schnell gefunden. Gut, Griesinger fährt fort. Kaum war er aber von Rom, wo selbst er im Professhause der Gesellschaft Jesu ein Absteigequartier genommen hatte, zurückgekehrt. So berief er seine drei hauptsächlichsten jesuitischen Ratgeber, ohne die er damals nie etwas unternahm, also auch wahrscheinlich nicht mal selber sich den Hintern abwischte, ohne zu fragen wie, nämlich seinen Beichtvater, den Pater Bartholomäus Miller, oder Diller, wird das mit D sein, ne? Den Pater Bartholomäus Diller, sowie die beiden Rektoren Hauer und Neukirch in sein Kabinett. Und hier wurde nun, nachdem man noch den katholischen Stadtpfarrer zu Graz mit Namen Lorenz Gunabenta herbeigezogen hatte, der Feldzugsplan gegen die Evangelischen besprochen. Es war dies ein sehr einfacher, denn was braucht man mit Ketzern viel Federlesens zu machen, ne? Und derselbe eröffnete sich damit, dass Gunabenta in seiner wohlstilisierten Eingabe sich beim Erzherzog darüber bitter beschwerte, wie die evangelischen Predikanten sich erdreisteten, in seinem Pfarrbezirke zu taufen, zu kopulieren und andere seelsorgerische Handlungen vorzunehmen. Solche Behauptung fußte durchaus auf Wahrheit, nur vergaß der Stadtpfarrer beizufügen, dass die evangelischen Predikanten diese Befugnisse seit vielen Jahren der Religionsfreiheit gemäß ganz ungehindert ausgeübt hatten. Wie beantwortete nun der Erzherzog die Eingabe Gunabentas? Hier, mein PDF ist wieder verschoben hier. Einfach damit, dass er die Handlungsweise der Predikanten für einen Friedensbruch und zur Strafe hierfür den Protestanten früher bewilligte Religionsfreiheit für erloschen erklärte. Demgemäß erging sofort, nämlich am 13. September 1598, ein Befehl an den Landeshauptmann von Steiermark, alle protestantischen Kirchen und Schulen innerhalb 14 Tagen zu schließen, sowie ein fernerer Befehl am 23. September an die Prediger und Schulmeister selbst, alles Predigen und Unterrichten sogleich einzustellen und innerhalb 8 Tagen bei Todesstrafe das Land zu verlassen. Ganz gleichlautende Erlasse erfolgten den Monat darauf für die übrigen Provinzen Innerösterreichs, und zwar mit der weiteren Verfügung, dass sofort alle Evangelischen und Ketzer
zur katholischen Religion zurückzutreten oder aber augenblicklich ihre Habe zu verkaufen, um nach Entrichtung des zehnten Teils vom Erlöse das Land zu verlassen hätten. Also, wir gehen wieder in das altbewährte Konvertiere oder stirb. Übrigens, eine andere Sache, die mir auffällt, ist, dass sich das hier alles hier, auch wenn sich das im Augenblick in Innerösterreich abspielt, aber der Ferdinand und Maximilian waren ja auch Regenten über Bayern, das, was wir hier jetzt sehen, das sind alles Vorläufer zum Dreißigjährigen Krieg, der ja zwischen 1618 und 1648 stattfand. Wir sprechen hier von 1598, das ist gerade mal 20 Jahre davor. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel, dass die Vorbereitungen für den Zweiten Weltkrieg auch gut 20 Jahre davor angefangen haben und dass Deutschland auch innerhalb der letzten 20 Jahre von 1914 aufgerüstet wurde, um den Ersten Weltkrieg zu starten. Wir wissen, dass solche Dinge diese Zeit benötigen. Ja, wie komme ich auf die 20 Jahre für den Zweiten Weltkrieg? Generalmarschall Foch, der höchste Soldat der Alliierten damals, also der Entente, der Alliierten im Ersten Weltkrieg, hatte ja 1919 in Versailles gesagt, das, was sie da unterzeichnet hatten, sei kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Ja? Und genau diese 20 Jahre wurden dann wieder gebraucht, um Deutschland wieder aufzubauen und wieder zu bewaffnen. Und ich kann mich irgendwie nicht, kann mir irgendwie nicht helfen, aber was hier abläuft, diese Verfolgung der Protestanten, die hier jetzt ganz unverblümt in Innerösterreich und ganz im Süden Deutschlands stattfindet, ist ein meines Erachtens Vorläufer zum kommenden 30-jährigen Krieg zwischen 1618 und 1648, wo mehr als 12 Millionen Deutsche, hauptsächlich Protestanten, starben, für diejenigen, die diese deutsche Geschichte noch nicht kennen. Der Autor fährt fort und sagt, man sieht, Erzherzog Ferdinand führte eine ganz unverblümte Sprache und verhehlte keinen großen Zweck, auch nicht verhehlte seinen großen Zweck auch nicht im geringsten. Allein, was taten nun die Protestanten, als sie sahen, dass es sich jetzt um Sein oder Nichtsein handle? Sie bildeten, wie ich weiter oben schon auseinandergesetzt habe, die große Mehrheit der Einwohnerschaft und konnten also mit Leichtigkeit Widerstand leisten, wenn sie nur wollten, besonders da auch der meiste Besitz in ihren Händen war. Doch leisteten sie Widerstand? Ja, einzelne Landgemeinden taten es und auch einzelne Städte, wie zum Beispiel Klagenfurt, die Hauptstadt von Kärnten. Die anderen alle aber beschränkten sich aus lauter untertanen Demut auf flehentliche Bitten oder höchstens auf heftige Remonstrationen. Und so wurde es dem Erzherzog leicht, die gewaltsame Opposition der wenigen vereinzelten Gemeinden mit seinen angeworbenen Truppen zu brechen. Ich will mich über diese entwürdigende Unterwürfigkeit der protestantischen Innerösterreicher, welche sich auf die Lehre fußte, dass es Pflicht des Christen sei, lieber das größte Unrecht zu dulden, als sich dem göttlichen Rechte des Landesherrn zu widersetzen, nicht weiter auslassen. Und wiederhole daher nur die Bemerkung, dass der Sieg ihnen sicher und gewiss gewesen wäre, wenn sie auch nur die Miene angenommen hätten, sich in Waffe gegen ihre Unterbrüder zu erheben, unter bekannten Umständen, aber erging sofort ein Strafgericht über sie, was ist das, verschiebt sich immer hier das PDF, ein Strafgericht über sie, wie noch selten eines über eine im Sturm eroberte Stadt ergangen ist. Sobald nämlich die Jesuiten, und diese waren nunmehr die alleinig dirigierenden Personen in Innerösterreich, zu ihrer eigenen Verwunderung sahen, dass sich die Hunderttausende ihrer ketzerischen Gegner ganz demütig alles gefallen ließen, bewogen sie ihr Werkzeug, den Erzherzog, ein großes Inquisitionstribunal zu errichten, und die Abgesandten dieses Tribunals durchzogen unter dem Titel von landesherrlichen Kommissären das ganze Land von Ortschaft zu Ortschaft, von Stadt zu Stadt, um die verirrten Lämmer in den Schafstall der Alleinseligmachenden zurückzuführen. Diese Zurückführung geschah aber natürlich nicht durch das Mittel der sanften Überredung oder gar durch die Überzeugung aus der Bibel und dem Worte Gottes,
Nein, sondern vielmehr durch das Schwert der Krieger, von denen sich die Kommissäre begleiten ließen, und insbesondere durch die Furcht vor dem Galgen. Ja, vor dem Galgen, denn vor jedem Dorfe, vor jeder Stadt ward ein solcher errichtet. Und wer nicht alsbald auswanderte oder dem Protestantismus abschwor, der durfte des Baumels gewärtig sein. Auf diese Weise trieben's die Jesuiten 5 volle Jahre lang in den innerösterreichischen Provinzen. Und während dieser Zeit verbrannten sie mehr als 40.000 lutherische Bibeln, wie sie auch der Kürze halber eine Menge von protestantischen Kirchen entweder mit Kanonen zusammenschossen oder mit Pulver in die Luft sprengten. Mit dem Eintritt des 16. Jahrhunderts aber durften sie sich rühmen, mit dem Eintritt des Jahres 1600 aber durften sie sich rühmen, mit alleiniger Ausnahme der 30.000 und mehr, die ausgewandert waren, die sämtlichen Ketzer wenigstens äußerlich neu bekehrt und dem ganzen Lande die Ruhe des Kirchhofs gegeben zu haben. So endete der erste umfangreichere Ketzervertilgungskampf, den die Jesuiten in Deutschland unternahmen, und dass sie dabei sich selbst, das ist ihre eigene Machtvergrößerung, nicht vergaßen, das ist wohl etwas, welches sich von selbst verstand. So erhielten sie gleich zu Anfang von Ferdinands Selbstregierung ein großes Kollegium zu Laibach, der Hauptstadt Krains. Ja, Krains ist das, ja. So ferner anno 1598 die einem Fürstentum gleichende Herrschaft Mühlstadt in Kärnten mit allem, was drum und dran hing, insbesondere mit dem umfassendsten Souveränitätsrechten. So weiter anno 1607 ein neues, jedes Mal verschiebt sich das hier, ein neues prächtiges Kollegium zu Klagenfurt und ein anderes nicht minder großartiges zu Leoben. So endlich anno 1609 einen wahren fürstlichen Palast von einem Universitätsgebäude in Graz selbst und noch eine Menge kleinere Güter und Einkommensteile, die speziell mit Namen anzuführen viel zu viel Raum hinwegnehmen würde. Weit größeren Wert aber als alles dies hatte die Tatsache, dass sie seit der Ketzerbekehrung in ganz Innerösterreich sozusagen als gebietende Herren regierten und alle Zustände daselbst nach ihrem eigenen Gutdünken anordneten. Also, sie haben mit anderen Worten darin es geschafft, mehr oder weniger von Innerösterreich eine Theokratie zu machen, wie sie es damals in Portugal auch schafften und wie sie es natürlich dann auch im 16. und im 17. und 18. Jahrhundert oder wann das war, mit den Reduktionen von Paraguay geschafft hatten, über die wir ja bereits gelesen hatten. Mit großer innerer Entrüstung sahen die protestantischen Fürsten Deutschlands den Vorgängen im Innerösterreichischen zu. Aber sie sahen zu, ohne weder Hand noch Fuß zu rühren, und somit flüsterten nun die Jesuiten, ausgehend von dem Grundsatze, dass man das Eisen schmieden müsse, solange es warm ist, dem Kaiser Rudolf II. Beständig ins Ohr, dass jetzt der richtige oder wichtige Zeitpunkt sei, um in allen österreichischen Staaten die Glaubenseinheit wiederherzustellen. Rudolf zeigte sich auch durchaus nicht abgeneigt, diesem Rate Folge zu leisten, und ernannte zum Beispiel für sein Erzherzogtum Österreich einige Kommissäre, welche in den Jahren 1599 bis 1603 das ganze Land durchzogen, um die protestantischen Geistlichen zu verjagen. Auch schenkte er den Söhnen Loyolas einen großartigen Wohnsitz nebst einigen dem Protestanten entrissenen Kirchen in Linz, der Hauptstadt Österreichs, ob der Ems, und es entstand daraus ein so prächtiges Kollegium, wie es sonst nur wenige gab. Dagegen musste er davon abstehen, in seinen beiden Königreichen Ungarn und Böhmen ähnliche Maßregeln durchzusetzen, dieweil dieselben sich sonst, unterstützt von den Türken, seinem Zepter ganz entzogen haben würden. Und in diese Richtung konnten also die 4 Jesuitenpatres, welche den schwachen Monarchen im letzten Jahrzehnte seines Lebens fast ganz beherrschten, nämlich Georg Scherer, Wilhelm Lamormain, Jakob Geranus und Johannes von Wellen, nicht durchdringen.
Wenn nun aber auch der Orden Jesu vorderhand wenigstens auf besagte Gewaltmaßregeln verzichten musste, so entschädigte er sich damit, dass er nunmehr anfing, die katholischen und durch Schmähschriften aller Art zu einem wahrhaft teuflischen Hass gegen die evangelischen aufzureizen. Und die Tatsache steht fest, dass es derselbe hierin zu einer wahrhaftigen Virtuosität brachte, obwohl auch die Protestanten bei Antworten nicht schuldig blieben. Auch wäre es sicherlich sehr ergötzlich, dem Leser eine Partie solcher Schimpflichkeiten aufzutischen. Allein aus guten Gründen muss ich hier darauf verzichten und der Leser erhält daher nur einige wenige Brocken statt einer ganzen Mahlzeit. So schrieb der Pater Andreas, Zitat, es sei besser, sich mit dem Teufel als mit einem lutherischen Weibe zu verheiraten, dieweil man den Teufel mit geweihtem Wasser und Exorzismus vertreiben könne, während die lutherischen Weibern Kreuz, Grüßsam und Tauwasser verloren seien. Grüßsam, das ist irgend so ein altes Kraut, ne? Wie Weihrauch, sowas in der Richtung. Ich denke auch, ja. Ja. Ende des Zitats. So meinte der Pater Grätzer, Zitat, das wäre das Abendmahl unter beiderlei Gestalt von den lutherischen Empfange, geradezu den Teufel in den Leib bekomme. Ende Zitat. Ja, nun weiß ich nicht, inwieweit ihr hier folgen könnt, dass ihr das versteht, dass hier geschrieben steht, das wäre das Abendmahl in beiderlei Gestalt von den lutherischen Empfange. Verstehst du das, Michael? Weißt du, worum es hier geht? Hallo? Ja. Jetzt bin ich wieder bei dir. Ich war gerade am Googlen nach Grüßer. ich bin da jetzt auch noch nicht so ganz hintergestiegen, weil ich jetzt gerade auch bei Grüßam am Googlen war. Ja gut, da dann werde ich es leider nicht unterstützen. Nee, ist gut, dann werde ich es kurz erklären, weil wenn du es nicht verstehst, sind ja wahrscheinlich auch einige von den Zuhörern dabei, die es nicht verstehen. Das Abendmahl, das von Jesus Christus eingesetzt wurde, wo er sagte, nehmt dieses Brot, brecht das Brot, das ist mein Leib, trinkt diesen Wein, das ist mein Blut und das sind die zwei Zeichen des neuen Vertrages, des neuen Konvents, den wir unterzeichnen, das Neue Testament, und tut das in Erinnerung an mich, das nennen wir ja die Heilige Kommunion, richtig? Mhm. Das hat Jesus Christus damals mit dem Abendmahl eingesetzt. Nun, der große Unterschied zwischen der Kommunion bei den Protestanten und der Eucharistie bei den Katholiken ist, dass bei den Katholiken das Dogma der Transsubstantiation dazu beiträgt, dass eben sie sagen, dass wenn man die Transsubstantiation macht, also die Messe nimmt, ja, dass dann eben in Bezug auf die Transsubstantiation, ich lese das mal eben aus den schmalkaldischen Artikeln, da steht hier, Martin Luther sagt hier, in Bezug auf die Transsubstantiation halten wir von der spitzfindigen Sophisterei gar nichts. Mit der sie lehren, das ist jetzt was Transsubstantiation ist, hört gut zu, dass Brot und Wein ihr natürliches Wesen verlassen oder verlieren, und es bleibe nur die Form und die Farbe des Brotes und nicht richtiges Brot, denn es stimmt mit der Heiligen Schrift aufs Beste überein, dass das Brot da ist und bleibt, wie es der heilige Paulus selbst sagt. Also, die römischen Katholiken, und deswegen hatte ich aus Babylon Mysterien Religion heute Nachmittag diese Kurzgeschichte vorgelesen, da geht es darum, das sollte ich ja vielleicht auch lesen, das passt ja dann hier jetzt auch rein, dass der katholische Priester mit den Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum dafür sorgt, dass das Stück Brot, das er in der Hand hält, das zum Abendmahl gereicht wird, dass er da Jesus Christus aus dem Himmel in das Brot zaubert. Und bei den römischen Katholiken ist dieses Stück Brot, was wir dann zum Abendmahl reichen, der Leib, das Blut, die Seele, die Göttlichkeit, die Menschlichkeit, der ganze Jesus Christus. Und in der Bibel steht deutlich geschrieben, tut dies in Erinnerung an mich. Also nicht, dass Jesus jedes Mal in diesem Brot anwesend ist. Und das ist die Art und Weise, wie sie bei den Katholiken opfern. Nun, da geht es um das Brot und es geht um den Wein. Ja? Das Brot, das gebrochen wird und der Wein, und das den Leib und das Fleisch Jesu darstellt und den Wein, das das Blut von Jesu darstellt. Aber bei den Katholiken ist es so, und das werden wir in der babylonischen Mysterienreligion auch sehen, in der römisch-katholischen Kirchenlehre gibt es seit über 1000 Jahren
nicht mehr das Abendmahl in beider Form, das heißt sowohl das Brot als auch den Wein. Weil die sagen von, ja, das ist ja das Blut von Jesus. Und stell dir mal vor, der gemeine Mensch, der das hier bekommt, der verschüttet von diesem Blut. Das wäre ja Gotteslästerei, das wäre ja ein Frevel, das ist ja ein Sakrileg, wie sie sagen. Ja, solche Wörter gebrauchen die dann. Das geht nicht. Deswegen wird in der römisch-katholischen Kirche bei der Eucharistie den Menschen nur das Brot gegeben, der Wein wird von den Priestern gesoffen. Das heißt, dass wer das Abendmahl unter beiderlei Gestalt von den Lutherischen empfange, geradezu den Teufel in den Leib bekomme. Beiderlei Gestalt, das heißt, wenn sie sowohl das Brot als auch den Wein im Abendmahl gereicht bekommen. Und die Vorgeschichte dazu ist zum Beispiel vom Konzil von Konstanz von 1414 bis 1418, auf dem ja Jan Hus damals exekutiert wurde, der wurde da eingeladen und betrogen, weil er wurde sicheres Geleit versprochen, sowohl vom Kaiser als auch vom Papst, und sie haben ihn beide verarscht und haben ihn ermordet auf diesem Konzil, ja, auf dem Konzil von Konstanz. Und da ging es auch darum, dass eben die Hussiten, also diejenigen, die Jan Hus gefolgt waren, ne, das, die hießen die Hussiten, die hauptsächlich in Bohemia, also in Böhmen und sowas lebten, dass die eben auch das Abendmahl in beiderlei Gestalt empfingen. Deswegen hatte man Jan Hus zu dem Konzil in Konstanz eingeladen, um dazu Stellung zu nehmen. Und er ist der Einladung gefolgt und das war dann leider sein Tod. Ja. Er hat dann auch noch auf ganz berühmte Art und Weise gesagt, mich die Gans könnt ihr töten, aber in 100 Jahren wird ein Schwan aufstehen, den werdet ihr nicht unter euch kriegen. Und 100 Jahre später schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg. Also der Jan Hus, der hatte schon eine prophetische Aussage damals gemacht im Grunde. Ganz interessant. Aber es geht hier halt um das Abendmahl, um die beiderlei Gestalten. Ja? Das ist also sowohl das Brot als auch den Wein zu bekommen. So, jetzt frage ich mich gerade eben mal, sollte ich jetzt eben vielleicht doch die kleine Lesung machen von der Geschichte aus dem Babylon-Mysterien-Religion-Buch oder sollte ich hier den Absatz jetzt erstmal zu Ende lesen? Ich denke, du könntest den Absatz zu Ende lesen, wenn du mir die kurze Bemerkung gestattest, dass ich die Aussage zu Krisam leider wieder zurückziehen und richtig stellen muss. Denn Krisam ist in der römisch-katholischen Kirche und in vielen anderen orthodoxen Kirchen ein verwendetes, wohlriechendes Salböl, das bei der Spendung verschiedener Sakramente und Sakramentalien verwendet wird. Es besteht aus Pflanzenöl, in der Regel Olivenöl, dem wohlriechenden Balsame beigemischt sind. Und das braucht man für die Taufe, für die Firmung, für die Priesterweihe, für die Altarweihe und die Kirchenglocken bei ihrer Segnung und so weiter. Ja, es ist also eine heidnische Tradition, sowas zu gebrauchen, so eine Salbung. Ja. Mhm. Während hier steht, während bei lutherischen Weibern Kreuz, Krüsam und Taufwasser verloren seien, also Krüsam ist mit anderen Worten etwas, was in der römisch-katholischen Kirche gebraucht wird. Ja, ja, in der römisch-katholischen und orthodoxen Kirche. Ja, genau. Mhm. Gut. Ja, deswegen sagte ich ja, wie Weihrauch oder sowas. Ja gut, ist ja auch sowas in der Richtung, wird ja auch in der Hinrichtung gebraucht. Aber schön, dass du das ausgesucht hast. Nee, gut, dann lese ich hier weiter. Und an einem anderen Orte behauptete er, also von wem sprechen wir jetzt hier gerade, von dem Pater Andreas, von dem Pater Gretzer, an einem anderen Orte behauptete er, Zitat, dass evangelische Religionsverwandte, wenn sie heiraten wollten, nicht würdig seien, von einem Priester, sondern nur von einem Scharfrichter oder Henker proklamiert zu werden. Ende Zitat. So pflegte der Pater Konrad Vetter die Evangelischen nie anders als Schelme, Bösewichter und Verräter öffentlich zu titulieren, und der Luther selbst war ihm ein versoffener, muss ein Versoffener sein, ein versoffener Apostate, ein Dieb und Räuber, eine unflätige Sau und eine unsinnige Bestie oder gar des Teufels Spießgeselle. Ende Zitat.
sogar. Hast du was zu sagen oder nur lassen? Ja, ich mache am besten das Mikro aus. Ich muss mich gerade etwas beherrschen. Eben habe ich dich so ein bisschen gerügt wie dem Esel, aber jetzt nehme ich das alles wieder zurück. Ja, die Katholiken können doch ganz andere Worte hervorbringen. Okay. So gab der Pater Christoph Ungersdorf in einer anno 1610 herausgekommenen Broschüre den evangelischen fürstlichen Reichsständen beifolgende schmeichliche Beinamen. Dem Kurfürsten von Sachsen, der durchlauchtig Saue, dem von der Pfalz, den der Bestie zu Heidelberg, dem Landgrafen von Hessen, den des hochgelehrten Schweins, dem Herzog von Württemberg, den des reichen Tempelräubers zu Stuttgart, dem Markgrafen von Brandenburg, des Büttels von Ansbach und dem Pfalzgrafen von Neuburg, den sinnlosen und rasenden Narren. Ja, es genügte den Söhnen Loyolas nicht einmal, die Lutherischen mit Schmach und Hohn aller Art zu überhäufen, sondern sie forderten sowohl von der Kanzel herab als in Druckwerken die Katholiken ungeschminkt zur Vertilgung der Ketzer mit den Waffen in der Hand auf, und Anton Possevin, einer ihrer angesehensten Mitglieder, ging sogar so weit, dass er dem Kaiser Ferdinand I. die ewige Seligkeit absprach, weil derselbe so gottlos gewesen sei, den Protestanten den Religionsfrieden zu gewähren. Wozu, so riefen die Patres Adam Tanner, Paul Windet und Vitus Ebermann, wozu haben wir Gelder, wozu Soldaten, Säbel und Kanonen, als um sie gegen unsere Feinde zu gebrauchen? Was zaudern wir also, den Ketzern auf den Leib zu rücken? Was zaudern wir, das Luthertum und den calvinistischen Gräueln mit Stumpen und Stielen auszurotten? Tötet sie, schlagt sie nieder, reißt sie zu Boden, macht ihnen den Garaus, zündet ihnen die Häuser über den Kopf an und überhäuft sie mit allem, was nur Schlimmes erdacht werden kann, dass die verhasste Brut endlich vom Erdboden verschwinde. Also, riefen die Loyalisten, und es konnte also in Deutschland kein Zweifel darüber sein, wie sie nichts anderes bezweckten als einen großen allgemeinen Vernichtungskrieg gegen den Protestantismus. Und hier möchte ich unsere Lesung in diesem Buch für heute beenden. Das war ein sehr interessantes Stück, was wir gelesen haben. Und ich glaube, dass ich mit meiner Vermutung, dass das alles dem Aufbau zum Dreißigjährigen Krieg diente, gar nicht so verkehrt war. Ich werde jetzt doch noch den Teil aus der Babylon-Mysterien-Religion lesen, den ich euch ja vorhin erzählt hatte, von der Transsubstantiation. Ich muss nur eben erstmal sehen, wo das hier ist, weil ich habe das jetzt nicht mehr aufgeschlagen. Ich hatte ja das andere gesucht. Das ist in der Messe. Hier steht es. Und dann werde ich euch das jetzt eben mal vorlesen. Mal erstmal die Frage, Michael, hast du noch eine Bemerkung hier zu machen bis jetzt? Oder? Nee, ich bin gespannt auf das, was jetzt von dir kommt. Gut, also, um nochmal eben das Thema der Transsubstantiation ganz deutlich zu machen. Diese Transsubstantiation, das ist ja die Veränderungslehre. Ja? Also, da geht es darum, dass mit anderen Worten gelehrt wird, dass das Brot und der Wein sich in der römisch-katholischen Kirche verändern in den Leib Jesu Christi und in das Blut Jesu Christi. Jetzt mal eben gucken, wo steht das denn hier? Mit der Transsubstantiation. Ich bin hier in den schmalkaldischen Artikeln eben am Gucken und langsam geht mir auch das Licht aus. Es wird nämlich dunkel. Ist ja auch wurscht. Also, nur mal, um das jetzt mal eben deutlich zu machen, lese ich jetzt das römische Wunder mal eben vor. Ich mache das hier ein bisschen größer, ist das ein bisschen leichter zu lesen. Ein römisches Wunder. Und das handelt also von der Transsubstantiation. Diese Kurzgeschichte ist die Übersetzung eines englischen Gedichtes, und in Englisch klingt das wirklich toll, habe ich auf meinen Kanälen hochgeladen, könnt ihr euch ja mal anhören. A Roman Miracle, so heißt es auf meinem zweiten Kanal, auf dem auch dieses Video hier erscheint. Diese Kurzgeschichte ist die Übersetzung eines englischen Gedichts eines unbekannten Autoren. Eine hübsche junge Frau, eine Protestantin,
war mit einem Katholiken verheiratet. Seit ihrer Kindheit war sie erzogen worden, die biblischen Geschichten zu lieben. Ihr Ehemann war sehr betrübt, dass sie es nicht fertigbrachte, der römischen Mutterkirche beizutreten und die Häresien abzulegen. Tag für Tag versuchte er sie zu überreden, aber für sie war alles nur ein sich verbeugen vor hölzernen Standbildern. Die Messe, die Hostie, die Wunder und gerade auch die Transsubstantiation konnte sie einfach nicht glauben. So ging der Ehemann zu einem Priester mit seiner Not und sagte, dass nur ein wirklich sichtbares Wunder sie zur Bekehrung führen würde, da sie allen römischen Wundern nicht glauben konnte. So eine Ungläubige sei sie! In der Vorstellung, einen Orden zu gewinnen, ging der Priester mit dem armen Mann, indem er sagte, »Ich will sie bekehren und ihr beide Augen öffnen!« Der Priester wurde zum Essen eingeladen. Während sie aßen, begann er seine Gastgeberin zu unterrichten, wie sündig der Mensch ist, wie groß doch die Liebe des Heilands ist, dass er sich selbst als Opfer gegeben hat, alles, was kein Christ verneint. »Ich werde morgen wiederkommen mit Brot und Wein. Das Wunder des Sakraments wird sie von ihrem Unglauben befreien.« »Gern, ich werde das Brot backen«, ruft sie dazwischen. »Sie mögen es tun. Wenn Sie dann das Wunder sehen werden, ich sagen Ihnen, überzeugt werden Sie sein.« Der Priester kam, segnete Wein und Brot. Da fragt unsere ungläubige Frau, »Ist es jetzt verwandelt?« Der Priester nickte würdevoll. »Ja, dieses Brot und dieser Wein ist nun verwandelt in das wahre Fleisch und Blut. Ja, diese meine Kraft hat es zu Gott gemacht.« Sie wollten es nun zu sich nehmen, da sagte die Frau zum Priester, »Passen Sie auf, denn ein wenig Arsen habe ich in den Brotteig gemischt, aber es wird nicht schaden, da die Natur des Brots sich gewandelt hat.« Der Priester war wie vom Blitz geschlagen, fahl wie der Tod. Er zitterte, Brot und Wein entfielen seiner Hand, als er keuchte, »Man bringe mir mein Pferd, es ist ein verfluchtes Haus!« »Gehen Sie nur«, sagte die Frau freundlich, »sie trifft der Fluch aus Rom.« Der Ehemann saß da, erstaunt, und nach langem sprach er leise, »Mein Liebling, der Priester floh, hast du's gesehen mit fliegender Soutane? Ich bleib bei dir, und wir entfliehen der römisch-katholischen Fabel.« Ende. Kannte ich jetzt zumindest in Deutsch noch nicht. Ja, ich sag ja, in Englisch habe ich das ja während der Lesung von Babylon Mystery Religion auch gebracht und habe das dann einmal als extra Video auch veröffentlicht, weil ich das so stark finde, dass die Frau durchschaut diesen Hokuspokus, diesen Aberglauben direkt und sagt, guck, ich kann ja so viel Gift beimischen, wie ich will, wenn du die Substanz des Brotes veränderst in den Leib und die Seele, die Göttlichkeit und Menschlichkeit, das Fleisch und Blut Jesu Christi, dann kann das Arsen dir nichts anhaben. Mhm. Ja. Manchmal sind ja so die sogenannten Milchmädchenrechnungen doch schon sehr, sehr pfiffig. Ja, die Protestantin war auf jeden Fall schlauer als der katholische Priester und ihr katholischer Mann zusammengenommen. Ja. Aber anstatt dass er sie zum Katholizismus bekehrte, hat sie es dadurch geschafft, durch ihm diese abergläubische Tradition zu zeigen, wie das wirklich nur Hokuspokus ist, anstatt wirkliche Transsubstantiation, also Verwandlung, hat sie ihren Mann zum Protestanten bekehrt. Und das finde ich doch eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Und das ist eine schöne Note, um diese Lesung für heute zu beenden. Wir sind ja sowieso schon ein bisschen über eine Stunde. Ich bräuchte noch 2-3 Minuten. Ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich jetzt gleich noch. Du kriegst gleich noch das letzte Wort. Ich hoffe nur, dass die Leute, die sich das Video anschauen, ein wenig was davon gelernt haben, auch von der Geschichte Innerösterreichs, Bayerns, über den Rudolf und Ferdinand und Maximilian. Alles Dinge, die ich so auch noch nicht kannte und die ich sehr schätze, um das in diesem Detail von dem Griesinger hier erzählt zu bekommen. Und ich freue mich auf die nächste, auf die 27. Lesung aus dem Buch von Griesinger. Aber ich möchte dir natürlich gerne eben noch die Möglichkeit geben, Michael, dich mit einem Kommentar von unseren Zuschauern zu verabschieden. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich hätte 2 Kommentare, und zwar der erste Kommentar betrifft einen Satz in dem Buche, der da lautet,
Auf diese Weise trieben es die Jesuiten 5 volle Jahre lang in den innerösterreichischen Provinzen und während dieser Zeit verbrannten sie mehr als 40.000 lutherische Bibeln. Da ist mir der Gedanke gekommen, dass zu der Zeit 1600 oder vor 1600 so eine Bibel ja ziemlich teuer sein musste aufgrund der Seitenanzahl und aufgrund des noch nicht so extrem publiken Buchdruckes, sodass ich denke, dass ja auch viele reichere Leute vielleicht zu Hause heimlich eine Bibel hatten, denn das gemeine Fußvolk wird ja sicherlich doch nicht das Geld gehabt haben, um sich so eine Bibel zu kaufen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu erfährst du, wenn du die Buchlesung von mir verfolgst. nicht die Buchlesung, aber ich habe da eine Lesung gemacht von diesem Papier von dem Professor aus Tübingen über Martin Luther und seine Arbeit der Übersetzung der Bibel, sowohl das Alte als das Neue Testament. Erinnerst du dich? Hast du das gesehen? Das ist eine Lesung von einigen Teilen, die in der Spielliste Luther 2017 auf meinem Kanal drin ist. Musst du dir mal anschauen. Ich komme jetzt da nicht... Ich gebe zu, da habe ich nicht alle von gehört bis jetzt. Ja, das sind viele, die das nicht haben. Ja. Also, die Spielliste schwillt ja auch immer weiter an. Ich füge da ja immer noch andere Videos mit zu. Okay. Also diese Lesung von dem Papier, auf dessen Namen ich jetzt auch nicht direkt in diesem Moment komme, das könnt ihr euch aber anschauen. Das ist ganz deutlich ersichtlich, wenn ihr in die Spielliste reingeht. Und das sind die letzteren Videos, nicht die ersten, weil da ist ja... erstens war die Lesung von dem Papier von den Sieben-Tags-Adventisten, wo ich ja die ganze falsche Sieben-Tags-Adventistische Lehre rausgeholt habe. Das waren 7 Teile Luther 2017, Christ oder Antichrist, was wählst du? Dann hatten wir Luthers Schreiben von 1520 an den deutschen Adel des christlichen Standes Besserung. 2 Teile, glaube ich, oder 3 Teile. Und dann die ganze Lesung von dem Lutherbuch Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet in knapp, ich weiß nicht, 14, 15 Teilen oder sowas da drin. Und dann, was danach kommt, das ist dieses Papier. Und da schreibt er drin, was zu dem Zeit, also ich glaube, eine Haushaltsgehilfin, also eine Maid, wie man sie damals halt hatte, ne, so eine Magd, die man sich halt im Haushalt gehalten hatte, für die kostet das wohl, glaube ich, 2,5 Jahresgehälter, sich eine Bibel kaufen zu können. So teuer war das damals, also zumindest ganz am Anfang. Ja. Ja. Von daher hast du natürlich schon ganz recht, das geht schon mal eine ordentliche Summe, die da vernichtet wurde. Nun, Griesinger schreibt hier auch, dass die Bibeln verbrannt wurden. Ich sage dir damit zu, wir hatten ja auch in dem Zusammenhang gelesen, dass sie die Inquisition da haben durchziehen lassen, ja, die Dörfer vernichtet hatten und so weiter und die Galgen, die sie errichtet hatten, also die Leute wurden auch getötet. Ich sage dazu, dass an anderer Seite historisch ja belegt ist, dass nicht nur die Bibeln verbrannt wurden, sondern die Besitzer gleich mit. Ja, mein Punkt war aber nicht der, dass da große Werte vernichtet werden, sondern, um das nochmal ganz klar zu sagen, in aller Kürze, dass letzten Endes dann aufgrund des Themas und aufgrund des Wertes dieser Bibel nicht die Dümmsten, eben von der katholischen Kirche vielleicht, die als Idioten dargestellt worden sind, die Protestanten, aber dass da ja ganz, ganz viele kluge Köpfe drunter sein mussten, die ansonsten ja gar nicht die finanziellen Mittel gehabt hätten, sich diese Bibel zu leisten und zum Zweiten ja auch gar kein Interesse gehabt hätten, sich mit solchem Thema zu beschäftigen, denn die normale Magd oder der normale Knecht, der hat ja sicherlich anderes zu tun mit seinem Geld, als jetzt 3 Jahre auf eine Bibel zu sparen. Deswegen wollte ich das nur mal klarstellen, dass da sicherlich auch ganz viele, in Anführungsstrichen, schlauen, geistig befähigten Menschen sich damit beschäftigt haben. Da hast du recht. Und da muss ich nur ganz kurz zu einwerfen, wenn wir dann knapp 80 Jahre später den Widerruf des Edikt von Nantes kriegen in Frankreich, wo König Louis XIV., der berühmte Sonnenkönig, das Edikt von Nantes widerrufen hat und damit die Religionsfreiheit für die Hugenotten gestrichen hat, da wurden ungefähr 400.000 bis 500.000 Hugenotten in Frankreich ermordet und nochmal ungefähr dieselbe Zahl floh in die anderen Länder. Und das war ein ganz schöner Aderlass für Frankreich, weil die Hugenotten, nicht nur die Hugenotten, sondern vor allen Dingen überhaupt andere Protestanten auch und die Hugenotten, waren sehr, sehr gute Arbeiter, Schmiede, Tischler,
die waren Kunstwerke, Handwerker. Und wenn davon eine halbe Million auf einmal das Land verlässt, dann blutet das Land. Und das hat Frankreich in der Beziehung auch erfahren. Und das wird hier in Innerösterreich nicht viel anders gewesen sein, Michael. Aber eine gute Bemerkung von dir, ja. War da ja, und ich hätte, ja. Ich hätte noch einen kleinen Gag. Und zwar bin ich derzeit auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug. Jetzt kam ich die Tage telefonisch in Kontakt mit meinem Monteur, der sich da super auskennt. Und der zu mir sagte, boah, du suchst ein bezahlbares, kleines Auto. Ich hatte heute in der Werkstatt einen EOS. Und ich, da war was. Da habe ich dann erstmal gegoogelt und da habe ich dann festgestellt, Moment mal, Eos ist die schönste unter den Göttinnen, die griechische Göttin der Morgenröte. Und da habe ich natürlich direkt Abstand genommen. Aber jetzt kommt der eigentliche Witz. Er sagte zu mir, ich kann ja diesen Wagen nicht empfehlen. Ich wollte ihn ja eh nicht haben. Ich kann ja diesen Wagen nicht empfehlen. Der Wagen hat ein Problem mit dem Dach. Aha. Ja, und wenn man jetzt überlegt, Dach, Dachhimmel. Der Eos ist ein Cabrio, oder? Ja, genau, ist ein kleines, kleinerer VW Cabrio. Kleiner, das ist die Nachfolge des Golf Cabrios, wenn du ja, so willst. Ja, mittelgroß, ne? genau. Also ganz normale Größe halt eigentlich, aber halt mit Morgenröte habe ich es da nicht so. Ne? Wenn man da den Bezug zu Jesaja sieht und. Natürlich, das verstehe ich. Ja. Ne? Und deswegen fand ich das so witzig, wo er zu mir gesagt hat: Ja, der hat ein Problem mit dem Dach. Fand ich super. Ja. Nomen est omen, ne? Nomen est omen, ja. Okay. Und mit dem Satz beschließe ich jetzt heute meinen Beitrag und wünsche allen einen gesegneten Sabbat. Danke. Ja, Michael, danke dafür, dass du dabei warst und dass du diese Lesung mit deinem Kommentar angefüllt hast. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr davon genossen habt, auch von dem letzten kleinen Gedicht über die Transsubstantiation und dass ihr auch bei der nächsten 27. Lesung des Buches von Theodor Griesinger über die Jesuiten und ihr Wirken in Deutschland da wieder dabei sein werdet. Bis zum nächsten Mal. Auch jedem, der davon genießt, einen geruhsamen und gesegneten heiligen Sabbat. Maranatha.